Wir nehmen nicht eine Zeit aus als Hintergrund, wo wir die Reiten gemacht haben, sondern wo wir einen Tippelzauer Durchstich gemacht haben. Also wir haben hier einen richtigen Werkhof nachbauen aus der Zeit der Einregulierung, also die Zeit 1920, zwischen 1920 und 30, wo wir den Tippelzauer Durchstich gemacht haben. Also wir geben einmal jungen Leuten eine Chance, dass sie auf dieser Bühne leben können. Ja, das ist ein Holzkasten. Das ist ein Holz, ja. Das ist Holz, das ist ein sogenannter Kipp, oder? Ja. Kipp. Eben, da muss man auf einen Kahn drunter stellen, oder? Das spielt eigentlich keine Rolle, was ist. Du brauchst zwei von denen. Ja, und hätte er da hinten noch wollen, als Dekoration, wenn zwei hat. Jawohl. Also ich könnte zwei aufbringen von denen. Oder eine bleibt dann stehen. Mhm. Und dann machen wir zuerst jetzt einmal das Kies rein. Und nachher bringt er die weg, oder? Ja. Ja. Ja, da haben wir mal ein Skizze gemacht mit Holz. Sie gehen zu machen, da muss ich noch etwas ändern. Da, oder? Und das und ist. Da, das ist der. Da ist schon das. Das ist der Kran. Ja. Mhm. Hoppala. Und da rein sollte eben ein Container oder wir machen eine Holzkiste drin. Ja. Und dort drin spielt nachher nicht Live-Musik. Also dort da rein? Ja. Jawohl. Mhm. Oder man kommt nicht so hoch wie da da ist. Da. Brauchst du noch Material? Holz? Oder was brauchst du noch? Ja. Matratze. Kommt ihr Matratze? Ist ja noch eine interessante Baustelle. Eindeutig eine interessante Baustelle. Ja, ja. Der Kuhn hat wieder alle Register gezogen. He? Ja, sicher. Irgendwie muss man am Lim seine Ideen umsetzen. Jetzt hat es hier natürlich Schienenzügel. Meinst du, Ross gibt es auch noch? Ross gibt es auch, ja. Ja, ja, also bei Blitz und Donner, ihr seid auch immer am Arbeiten, Hans-Peter. Wir sind immer am Arbeiten, bei jedem Wetter, ja. So ein Vereinspräsident sein ist eigentlich wirklich sicher etwas Schönes, nicht? Ja, ja. Ich denke schon, ja. Krampfen und Arbeiten, gell? Es sind, ja. Also die jetzt hier sind, das sind eigentlich alles Pensionisten, oder? Wir von der Freilichtbühne sind Pensionisten da. Der Bruno spielt nicht mit dem Theater und der Richard auch nicht. Und der andere von der Baumannschaft, der noch Theater spielt, der hat leider einen Unfall gemacht. Ja. Letzte Woche oder vorletzte Woche. Er fällt für eine Weile aus. Aber zum Spielen ist er dann ziemlich sicher wieder fit. Aber du spielst wieder? Ich spiele wieder, ja. Und Krampf ist so mit, macht das noch Spass? Ja, das macht Spass, ja, ja. Auf jeden Fall, ja, ja. Und dann habt ihr ja recht, weißt du, so zünftige Rolle, wo ihr einen Haufen müssen auswendig lernen, also ist das noch schwierig? Also ich habe jetzt eine kleinere Rolle, ich muss jetzt nicht so viel auswendig lernen. Aber andere haben schon noch recht grosse Rollen, ja, wo's die Hauptrolle, die haben schon noch einiges zum auswendig lernen, ja, ja. Jetzt stehen wir da in einem Häuschen hinten. Hinter da oben ist das Zollhäuschen dort, gell? Dort hinten dran. Hinter uns ist das Zollhäuschen und daneben ist das Küchenhaus. Aha, ja genau, das sehen wir jetzt auch, jawohl. Und wo sind wir denn jetzt da? Jetzt sind wir da im Baubüro von der Reinbauleitung. Aha. Ja. Und dann geht ja eben um Reinbauleitung, gell? Um Tiefbauzahl, um Schmuggeln, da muss man selber auch schauen kommen. Genau, ja. Das sind eigentlich zwei Themen, die wir hier behandeln in unserem Stück. Das eine ist eben die Dreikorrektion und das andere ist die Schmugglerei. Und das greift jetzt hier ziemlich ineinander rein. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten noch, im Voraus. Du bist jetzt in Zürich, gell, aufgewachsen ursprünglich. Ja. Bist du da daher gekommen? Hast du schon noch geschmuggelt früher? Ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber naja, Geschichte schweigt über das. Gell, schaut immer, sind wir nicht bei Moski und haben nichts mitgenommen. Also, was das betrifft, sind wir alle so ein bisschen König da in diesem Grenzgebiet. Ja, ich natürlich. Glaube, es ist jeder vielleicht ein ganz bisschen ein König, ist jeder, ja. Ja, ja. Im September geht es wieder los, gell, mit dem Freilichtspiel da.
Es ist schon unglaublich, gell, was hier abgeht. Das ist wirklich etwas ganz Spezielles. Was ist auch für euch, gell? Das ist schon, so klappt. Das ist schon eigentlich eine ganz spezielle Sache hier in der Ostschweiz. Vom Umfang her schon. Und auch vom Einzugsgebiet der Zuschauer. Es sind Zuschauer, die von recht weit her kommen. Viele aus dem Appenzellerland. Rheintal aufwärts, Rheintal abwärts natürlich auch. Österreicher auch, Vorarlberger. Sogar Deutsche. Und es ist kein Stück von der Stamme, gell? Es ist jedes Mal wieder neu geschrieben natürlich. Das ist immer ein Stück, das einen Bezug hat, einen historischen Bezug hier in der Region. Und das wird jedes Mal speziell für uns neu geschrieben vom Kuno. Ja. Und ihr macht mit, das stimmt ja immer. Also unglaublich viel. Ich glaube, ihr seid ja im Jahr locker 100 Mitglieder, oder, in dem Verein? Der Verein zählt ca. 150 Mitglieder im Moment. Es sind aber nicht alle aktiv. Aktiv sind jetzt hier in diesem Stück ca. 80 Leute als Schauspieler. Und dann hat es einige, die im Hintergrund wirken. Ja, ich würde sagen, also gegen die 100 Leute sind. Sie sind engagiert jetzt hier. Ist es schwierig, der Präsident von dieser Meute zu sein? Nein, das ist absolut nicht schwierig. Ich habe eigentlich problemlose Leute in unserem Verein. Ja. Und, es ist schön. Ist schön. Wenn man so einen Verein vorstellt, ist schön, ja. Und dann dürfen wir gespannt sein, gell, was da auf uns zukommt. Wir haben jetzt hier natürlich ein Russi schauen. Eben volle Bautätigkeit, und das noch ein bisschen mitbekommen. Da fahren dann Zügel, da hinten gibt es noch Tribüne. Oder du, jetzt ist ja, 10. Juli. Meinst du, wir werden fertig? Ich bin sicher, dass wir fertig werden. Und wir müssen ja fertig werden. Aber gerne kommt ein Krampf, ist es schon noch. Ja, es ist schon ein Krampf, ja. Wobei, der Hauptteil der Bauerei ist eigentlich durch. Das gröbste Story, was jetzt noch kommt, ist Feinarbeit, Detailarbeit. Man sieht gerade hier die Wände, da sind noch roh in dieser Hütte innen da. Die werden dann auch noch gemalt und mit diversen Sachen behängt, damit das aussieht wie ein altes Baubüro. Eine letzte Frage, ja. Was hat dich dazu erwogen, um hier mitzumachen? Was gefällt dir denn da speziell? Eigentlich gefällt mir die Schauspielerei speziell, ja. Aber jetzt, als ich pensioniert bin, habe ich Zeit, um diverse andere Sachen zu machen. Ich habe mich hier für die Bautruppe gemeldet und es macht Spass, ja. Also vier Männer und eine Frau, das ist so eine enge Freundschaft, und die Freundschaft wird im Laufe des Stück ziemlich auf die Probe gestellt.